Guten Abend, liebe YouTube-Community. Eure Meinung ist mal wieder gefragt. Und zwar ist ja schon seit längerem die Frage, ob gewisse Spiele ja dem Tod geweiht sind. Es gab ja in den letzten Monaten und Wochen viele Meinungen. Viele Meinungen und Äußerungen, ob GTA 5 tot sei, ob Fortnite bald tot ist, weil es kommen ja im Oktober zwei wesentliche Spiele heraus, aber auch um die Community. Zunächst einmal fangen wir einmal an. GTA 5. In den letzten Wochen gab es ja einige Aufregungen, Banner und so weiter und so fort. Da gab es ja einen bestimmten Freitag zum Beispiel, wo ja Rockstar übermütig ja an den neuen Red Dead Redemption Trailer gearbeitet hat und ein kleiner Fehler passierte, dass die Autos, die wir eigentlich ursprünglich nicht bekam, also ursprünglich noch nicht veröffentlichen hätte dürfen, kamen heraus. Viele Spiele kauften sie, wenige Stunden später war alles wieder anders. Dann kamen, wie gesagt, jetzt top 2 Wochen. Ja, jetzt der Mai war eigentlich auch ein feiertagsreicher Monat, sage ich einmal, mit vielen Feiertag. Und das nutzte natürlich Rockstar Take Two. Take Two und Rockstar gaben den Spielern Geld. Für einmal einloggen bekam man 100 bis 250.000 GTA-Dollar. Das ist natürlich unterschiedlich gewesen. Für manche weniger, manche mehr. Man konnte bis zu 2 Millionen oder bis zu, ja, wie oft man halt sich eingeloggt hat. Also zurückerstatten. Im Hintergrund allerdings rennen bereits schon andere Dinge und andere Fragen. Ja. Und zwar, wie geht es jetzt mit GTA 5 weiter und wie geht es jetzt weiter mit Fortnite? Zunächst ist es einmal das GTA 5. GTA 5 ist bereits 5 Jahre alt. Man hat leider auch am vor wenigen Wochen, muss man dazu sagen, leider Gottes, am den Wochenende 28, 29, das 10-Jährige von GTA 4 versäumt. Man hat bis heute keine Stellungnahme, warum, wieso, weshalb das 10-Jährige Jubiläum vergessen wurde. Keine Äußerung bis dato, bis heute. Oder Meinungen eben von Rockstar. Aber egal. Wie gesagt, 28, ich glaube 29, also 28, 29 war das 10-Jährige von GTA 4. Normalerweise hätte man was erwartet, aber leider wurde das leider nicht getätigt. Zunächst einmal sind natürlich auch die DLC gewesen, die in den letzten Wochen und Monaten natürlich aufgetreten sind. Und man hat natürlich, wenn man Rockstar, den Rockstar Sozialclub zum Beispiel anklickt, viele, viele DLC auch gehabt. Ja, also da hat man das Trapdoor zum Beispiel und eben die GTA Business Woche ist auch wieder. Also wenn man da jetzt anklickt zum Beispiel, hat man das eh schön aufgelistet, ja, was Es gab, wie gesagt, Online-Events, zum Beispiel kann man das auch anklicken. Also doppelte GT-Punkte, Biker-Missionen haben wir zum Beispiel auch diese Woche. 30% Rabatt auf Firmengaragen.
die Lieblingsfahrzeuge der Fans im Angebot, also auch viele Fahrzeuge sind im Angebot. Und es gab dann auch, wie gesagt, hier eine meldet euch an und erhaltet bis zu 1 Million. Also da gab es von 8. Mai bis 14. Mai eben Geld, viel Geld. Viel Geld auch für die Kontaktmissionen. Es gab Spezialrennen, es gab Missionen, Hangar-Missionen, Club-Rabatte, Rabatte und Rabatte. Doch eines muss man doch im Hintergrund, im Hinterkopf behalten: GTA 5 und Fortnite. Diese zwei Spiele könnten bald, könnten, ich sage nicht, dass sie verschwinden werden. Ja, weil man muss immerhin dazu sagen, in GTA 5 spielen die Franzosen französische und spanische und italienische nach wie vor GTA 5. Also, wenn ich mich einlogge zum Beispiel an einem Samstag in der Nacht, ist die Hütte voll, also die Lobby voll. Ja. Zwar nicht von den Deutschen, ja, aber von den Engländern und von den Spaniern und von den Franzosen voll. Ja. Also GTA wird halt nicht so schnell eben sterben. Dann hat aber GTA 5 leider heuer ein Eigentor geschossen. Das Eigentor heißt Premium Online Edition. Ja, das heißt, das gibt es auch bereits im Play Store zu kaufen. Ja, das ist zu erhalten. Und zwar, man gibt hier GTA 5 ein. Man zum Beispiel schon das Premium Edition. Es geht ja 5 Premium Edition und man, da kann man sich schon kaufen. Gibt es zum Beispiel schon eine Premium Edition, ja, veröffentlicht am 23. Oktober. Das heißt also, sie haben nichts anderes getan, als, ja, wie gesagt, da kann man das auch. Wie gesagt, unter Play Store. Da haben wir es GTA 5 und da haben wir es jetzt. GTA 5 Premium, ja, 64 war ja GTA 5 Premium Online Edition mit einer Karte und da gibt es jetzt auch schon. Ja, das normale kostet 29. Und das GTA Online Edition 59, also auch im Play Store ist bereits Grand Theft Auto 5 Premium Online Edition veröffentlicht. Am 19. Dezember, meine Damen und Herren, am 19. Dezember 2017, ja, Grand Theft Auto 5 Premium Online Edition. Das heißt, ja, alle, die das sogenannte Starterpaket, ein gewisses Starterpaket gekauft haben, hier, vielleicht kennt ihr dieses Bild, ja, haben eigentlich das Criminal Enterprise Starter Pack, ja, hier steht's. Schwarz auf Weiß, ja, haben es unnötig gekauft. Haben es unnötig für Rockstar unnötig gekauft. Ja. Weil jetzt um 59,99 € jetzt im Play Store, ja, ist es bereits auch enthalten. Nur lustig an der ganzen Sache ist das Datum. 19. Dezember 2017. Allerdings am 19. Dezember 2017 war die Veröffentlichkeit von Criminal Enterprise Starter Pack. Also man kann damit sagen, Rockstar hat uns ein halbes Jahr verarscht.
Ein halbes Jahr nur verarscht. Ja, mit diesem Grameen Enterprise Starter Pack. Und hier kauft man eigentlich das Grand Theft Auto und das Grand Theft Auto, das Online-Spiel. Und bereits das Grameen Starter Pack. Somit hat uns Rockstar auf gut Deutsch ein halbes Jahr verarscht. Ja. Leider Gottes. Also da haben sie uns leider Gottes verarscht. Ja. Verarscht, wie gesagt, unter Play Store ist es bereits erhältlich. Kommen wir allerdings zum jetzigen Thema zurück. Tatsache ist, am 12. Oktober 2018 kommt Call of Duty raus, Black Ops 4. Ja. Viele teilen natürlich dann schon die Meinung, oh, jetzt ist Fortnite auch tot. Oh, jetzt könnte GTA 5 komplett sterben, wenn jetzt nicht irgendwas Hammermäßiges kommt. Hammermäßig, wie das Doomsday. Ja. Ja, Doomsday, wie im Dezember. Jetzt muss was kommen. Ja. Nur wenige Wochen, dann wenige Tage drauf kommt dann aber dann schon Red Dead Redemption 2 raus. Ebenfalls, wie man hier sieht, von Rockstar. Von Rockstar eben erstellt. Dann stellt man sich die Frage, stirbt dann Fortnite und GTA 5 komplett aus? Ja. Meine Damen und Herren und liebe YouTube-Community, Fakt ist, was aus meiner Sicht Fakt ist, GTA 5 wird es immer geben, Fortnite wird es auch immer geben, aber nicht mehr so wie jetzt. Der Hype wird vorbei sein. Der Hype um Fortnite wird mit Call of Duty und Black Ops 4 und mit Red Dead Redemption 2 vorbei sein. Er wird nicht mehr so stark vertreten sein wie jetzt. Ja. Denn Red Dead Redemption 2, wenn er wirklich das verspricht, was man jetzt schon so sieht, in den Trailern und in den Vorschauen und in den ganzen Vorausschauungen, ja, wird es natürlich nicht mehr so groß der Hype sein, auch bei GTA 5, das ist klar. DLC selber oder so Updates, wie wir es gewohnt werden, kommen nicht mehr. Ja. Sie werden GTA 5 zwar nicht sterben lassen, ja. Sie werden nichts Großartiges mehr bringen, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Das, mit dem müssen wir rechnen. Wenn Red Dead Redemption 2 kommt am 26. Oktober, ist das Kapitel GTA 5 abgeschlossen. Dann ist es vorbei. Dann ist es endgültig mit GTA 5 vorbei. Sie werden nichts mehr investieren. Wir haben genug Autos, wir haben genug Flugzeuge, wir haben genug Immobilien und es wird nichts mehr kommen. Liebe YouTube-Community, ihr werdet wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten von den großen YouTubern, ja, vollgesabbert werden. Ja, es wird weitergehen mit GTA 5. Ja, es werden noch großartige DLC kommen. Es werden noch Updates kommen. Normal müsste schon was kommen. Und Rockstar, ja, und hin und her, bla bla. Alles Fakes. Alles. Alles Fakes. Sind alles Fakes von irgendwelche, ich würde sagen, möchtegern Freaks, Linkers, die was glauben oder was hören, ja. Das ist alles Fake. Tatsache, wenn Red Dead Redemption 2 kommt, ist Grand Theft Auto 5 Geschichte. Ja, ein Premium-Paket war schon die Ankündigung eigentlich. Ja, dass sie uns natürlich jetzt ein halbes Jahr verarschen mit dem Grameen Starter-Paket. Okay, 1-0 für Rockstar und Take-Two.
Aber 2-0 geht es nicht mehr aus. Ja. Denn wenn Red Redemption 2 kommt, dann wird der Fokus nur mehr auf Red Redemption 2 stehen. Na klar, das ist jetzt eine neue Geldquelle. Da werden sie alles versuchen, das ist ein neues, wie ein Baby. Ein Baby wie GTA 5. GTA 5 ist 2013 geboren, ja, ist jetzt erwachsen, ist jetzt ausgereift, ja, ist jetzt, man hat alles. Man hat ein Auto, man hat ein Apartment, man hat eine Garage, man hat Lagerhallen, man hat einen Bunker, man hat Basis, man hat einen Hangar, man hat etliche Firmen, ja, man hat alles. Es geht halt leider nicht mehr. Klar hätte ich mir noch eine Villa hätte ich mir auch noch gewünscht, liebe Rockstar, als Abschiedsgeschenk, eine Villa, das gehört schon noch dazu. Nicht? Man hat ein Jahr, man hat ja schließlich eine Yacht, ja, eine Yacht und zu einer Yacht gehört eine Villa. Das hätte ich mir halt schon noch gewünscht, ja, liebes Rockstar, ja. Aber Tatsache ist, am 26. Oktober bei Erscheinen von Red Redemption 2 ist für denen Grand Theft Auto 5 abgeschlossen. Da ist vorbei. Wie es mit Fortnite weitergeht, ist eine andere Geschichte. Ja, wie es mit Fortnite weitergeht, kann ich mit heutigen Tag nicht sagen. Ja, also, ob es jetzt dann noch was gibt, mag sein, aber wie es mit Fortnite nach Erscheinen von Call of Duty und Black Ops 4 und Red Redemption 2, das ist fraglich. Aber GTA 5 ist definitiv dann abgeschlossen. Ja. Man kann dann durchaus schon mit Planung mit GTA 6 beginnen. Das kann man durchaus. Weil Pläne werden ja wahrscheinlich schon am Tisch liegen. Ja. Nehme ich einmal an. Vielleicht haben sie schon im Hintergrund auch schon ein bisschen ein Grundkonzept gemacht. Aber GTA 5 ist in meinen Augen dann abgeschlossen. Postet einmal eure Meinung hinein. Postet eure Kommentare hinein, was ihr von dem hältst. Eure Meinung ist einmal heute definitiv gefragt. Ja, ich habe ja gesagt, ich komme kurzfristig mit kleinen Videos zurück aus dem Urlaub. Also, es wird schon so kleine Videos oder so Vlogs geben. Aber es wäre mal wirklich eine Frage, was ihr die Meinung vertretet. Ja, was ihr dazu sagt. Ja. Gut, das war's. War lang nur 18 Minuten. Eure Meinung über dieses Video. Gut, schönes Wochenende.